Ja, das wundert mich schon, dass Herr Juncker so früh die Katze aus dem Sack lässt. Herr Juncker hat ja mal gesagt, wenn es ernst wird, muss man lügen. Und für ihn war die Lüge ein unverzichtbares Mittel zur Euro-Rettung. Und das hat er mehrfach bestätigt und auch zugegeben. Hier sagt er zum ersten Mal anscheinend die Wahrheit. Und wenn er schon vor der Wahl sagt, dass Griechenland demnächst auf der Matte steht zu einem weiteren Entschuldungspaket, dann Gnade uns Gott, dann kann das nur der Anfang von viel schlechteren Nachrichten gewesen sein. Naja, die AfD ist der Meinung, dass man Europa retten muss und nicht den Euro. Und sie ist der Meinung, dass wenn die Euro-Rettung so weitergeht, dass dann Europa gefährdet wird. Umgekehrt wird ein Schuh raus. Wenn man Europa retten will, dann muss man eine andere Europolitik betreiben. Dann muss der Euro in dieser Form auch weg. Und die AfD hat in ihrem Europaprogramm drei unterschiedliche Alternativen vorgeschlagen. Sie hat sich noch nicht bekannt zu welcher, weil das immer abhängt von der derzeitigen Situation und von den Mitstreitern, die wir im Europäischen Parlament finden. Und das wissen wir ja erst am 25. Mai, aber hier sind die drei Alternativen. Erstens, Länder, die sich an die Kriterien, die sie mal versprochen haben, nicht halten wollen oder können, müssen raus. Also Griechenland zum Beispiel, das ist eine Alternative. Die zweite Alternative wäre, wenn die nicht gehen, dann gehen wir möglicherweise zusammen mit gleichgesinnten Ländern. Also ich denke hier an Holland, Österreich und Finnland und bilden eine eigene Währung, Arbeitstitel Nordeuro. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir zurück zu unseren nationalen Währungen. In jedem Fall ist jede dieser Alternative besser als ein Weiter-so. Und in jedem Fall, und das entspricht genau der Politik der AfD, ist es besser, eine Währung nach den Bedürfnissen der Kulturen in diesen Ländern auszurichten. Und in jedem Fall ist es besser, aufzuhören, diese unterschiedlichen Finanz-, Fiskal- und Wirtschaftskulturen den Bedürfnissen einer Währung unterzuordnen.